Die Bundesregierung hat das Informationsfreiheitsgesetz vorgestellt. Das Paket verpflichtet Bund, Länder und Gemeinden dazu, Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten und ihnen Informationen zu erteilen. Ja, tatsächlich, das Amtsgeheimnis wird abgeschafft, das Grundrecht auf Informationsfreiheit kommt. Das ist für die Republik Österreich und gerade für die Republik Österreich ein monumentaler Kulturwechsel, wenn man so will, ein historischer Paradigmenwechsel. Und wenn man an unsere metternichischen Traditionen denkt, in Wahrheit eine Transparenzrevolution. Informationen sind auch von nicht hoheitlich tätigen Stiftungen, Fonds, Anstalten und Unternehmungen, die der Kontrolle des Rechnungshofs oder eines Landesrechnungshofs unterliegen, zu erteilen. Dabei darf aber die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nicht beeinträchtigt werden. Der moderne Staat ist da, er ist jedenfalls zum Greifen nah, mit einem Verständnis für das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger im 21. Jahrhundert, aber auch mit Augenmaß für die Verwaltung. Nach rund 100 Jahren wollen wir das Amtsgeheimnis abschaffen. Und Leidenschaft und Augenmaß, das waren auch unsere Leitmotive in den letzten Jahren. Das Ziel war dabei immer, eine transparente Verwaltung, einen transparenten Staat zu schaffen. Kostenfreie Anträge auf Informationserteilung sollen mündlich vor Ort, schriftlich oder telefonisch gestellt werden können. Anschließend beginne eine 4-wöchige Frist, innerhalb derer die Antworten eintrudeln sollten. Diese Frist kann laut Regierung bei komplexen Themen um 4 weitere Wochen verlängert werden. Sollten die Behörden dem Informationswunsch letztendlich nicht nachkommen, könne man dagegen Beschwerde bei Verwaltungsgerichten einlegen. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann bei jeder Gemeinde, egal welcher Größe, auch Informationen abfragen. Allerdings müssen nur Gemeinden über 5000 Einwohner tatsächlich proaktiv diese Informationen auch zur Verfügung stellen. Und ich meine, das ist tatsächlich gerechtfertigt, sind es doch die kleinen Einheiten, die kleinen Gemeinden, die unser gesellschaftliches Miteinander aufrechterhalten und die oft nur über wenige Mitarbeiter und vielleicht auch keine Juristen verfügen. Es besteht darüber hinaus aber immer die Möglichkeit, auch für Gemeinden unter 5000 Einwohnern, unter 5000 Einwohnern natürlich auch proaktiv veröffentlichen zu dürfen. Eine Zweidrittelmehrheit ist nötig. 2025 soll das Paket in Kraft treten.